Das heißt, ich mache heute ein kleines Speedrun im es ist kein Kuchen, es ist ein Gefängnis. Nochmal Leute, tief durchatmen. Laufen. Wir haben den roten Schlüssel. So, und einmal Käse. Das ist der fünfte, nicht der vierte schon. Was geht, Leute? Heute möchte ich euch in Cheese Escape den einfachsten und den schnellsten Weg, es gibt ja, glaube ich, nur einen Weg, die Lösung in Cheese Escape verraten. Das heißt, ich mache heute ein kleines Speedrun im Cheese Escape. Es ist kein Kuchen, es ist ein Gefängnis und da müssen wir ausbrechen. So, Leute, deshalb werde ich euch heute auf jeden Fall mal einen Lösungsweg zeigen, wie man hier am schnellsten durchläuft, weil das habe ich mir gedacht, so, das wäre, glaube ich, nämlich richtig cool, damit ihr wisst, wo ihr herlaufen müsst. Und das habe ich schon mit Ellie ein paar Mal gespielt und Ellie, ich habe es geschafft, muss ich sagen, durchaus, Ellie ein Ziel zu führen. Aber es gab jetzt ja ein Update, wie ihr schon wisst, das sind neue Türen. Hier einmal der gelbe Schlüssel, aber ich werde euch erstmal zeigen den ersten Teil davon. Das heißt, es wird zwei Teile geben. Der erste Teil ist die Lösung für den ersten Teil und die zweite wird für den zweiten Teil sein. Das heißt, wir werden den blauen, den roten und den Lösungsschlüssel, ich glaube die ganzen Schlüssel, genau, wir werden erstmal den ersten Teil, die neuen Käsestücke, die werden wir noch einsammeln. Genau, das heißt, ich rede jetzt gar nicht mehr länger, sondern sage euch jetzt, wo ihr langlaufen müsst, um das den ersten Teil zu meistern. So, das heißt, wenn ihr jetzt hier an dem Start seid, dann geht ihr durch diese Tür, dann müsst ihr diese 30 Klicks haben. Genau, hier startet man ja, genau, müsst ihr ein paar Mal hier, also 30 Mal draufklicken, dann geht's, öffnet sich das. Ich gehe noch extra noch nicht drauf ein, dass es hier ein weißer Schlüssel ist. Den hole ich noch nicht, weil es ist ja erst der erste Teil. Genau, so, dann öffne ich jetzt hier, drücke ich mal drauf, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Genau, so. Und dann gibt es ja zwei Wege. Einmal kann man hier geradeaus durchlaufen oder man läuft hier rechts bei dem Extra-Leben, läuft man dann hier nach links und dann ist man hier in der, noch in der, sieht man diese grüne Wand. Okay, und jetzt geht das Video richtig los, Leute, denn, oh, da ist die Maus. So, okay, jetzt müsst ihr nämlich als allererstes nach rechts laufen. So, ihr lauft nach rechts, lauft geradeaus durch und dann direkt links, also die letzte links. Dann lauft ihr nochmal komplett durch, also man muss eigentlich komplett immer nur durchlaufen, so, dass ihr hier in der roten Tür seid und dann lauft ihr durch diesen kleinen Weg hier, wo die Maus mich fast erwischt hätte. So, dann gibt es nämlich hier diesen, genau. Dann habt ihr hier drei Wege. Links, Mitte und rechts. Ihr nehmt den rechten Weg und lauft da auch komplett geradeaus durch, bis man nur noch rechts weiter kann. Und hier nochmal durch diese kleine Tür, weil dann kommt ihr auf diesen kleinen Eingang hier rein. Und dort ist auch der erste Käse, den ihr einsammeln könnt. So, dann sieht man hier die kleine Tür. Da lauft ihr nicht durch, sondern vom Tisch. Ihr lauft da nur durch, wenn die Maus kommt. Ungefähr so. Und jetzt warten wir hier kurz, bis die Maus da weg ist. Würde ich ein paar Sekunden warten, damit ihr wirklich nicht verliert. Okay, da die ersten laufen ja schon. So, dann laufe ich zurück. So, dann lauft ihr hier geradeaus weiter. Nicht nach links abbiegen, nein. Sondern erst am Ende um diese kleine Kurve. Und dann kommt ihr schon gleich auf diese, erstmal auf euren zweiten Käse und auf diese Leiter. So, dann ist hier natürlich der grüne Schlüssel, den holt ihr und dann müsst ihr diesen Weg hier hoch. So, dann haben wir jetzt eigentlich schon einiges geschafft, Leute. So, denn wir holen uns jetzt den dritten Käse und das ist ja eigentlich schon ein Drittel. Ein Drittel vom Spiel haben wir jetzt schon fertig. So, jetzt haben wir schon 3 von 9. Nice. So, und wir haben einen grünen Schlüssel. So, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder dann weiterlaufen. Also, ihr kommt hier die Treppe hoch oder die Leiter, keine Treppe. Ihr kommt hier die Leiter hoch. Genau, und dann nach rechts holt ihr das dritte Stückchen Käse. Dann geht ihr wieder aus dem raus und geradeaus weiter dann. Also hier nach rechts dann aus der Tür. So, dann kommt ihr hier auf diesen Käse da. Ihr seht hier diese 30, den grünen Knopf und die blaue Tür. Links ist die weiße Tür. So, dann nochmal Leute, tief durchatmen. Denn wenn ihr gleich runterspringt, dann ist die Maus dann wieder da. Also nicht direkt hier, sondern hier oben ist man ja sicher vor der Maus, aber unten nicht mehr. Das heißt, so. Ihr springt dann runter und lauft dann erstmal direkt rechts wieder. So, und ihr springt runter. Ihr lauft nach rechts und hier wieder sofort rechts. Ah, nee, gar nicht. Ups, vertan. So, genau. Ihr springt runter und dann lauft ihr geradeaus hier weiter. Ihr holt den grünen Schlüssel raus und geht durch diese Tür. Ihr packt hier den grünen Schlüssel weg und läuft durch die weiße Tür. Ihr könnt natürlich den grünen Schlüssel auch jetzt gleich wegpacken. So, jetzt kommt ihr in diesen Raum mit diesem Zahlencode. Der Code lautet 3842, speichert euch das ab, 3842 und dann auf
auf den grünen Knopf und dann habt ihr das hier. Dann öffnet sich hier eine Tür. Man kann noch nicht rauszoomen, man ist jetzt in der Point of View Sicht, so dass ihr den, den Charakter seht. So, dann ist hier ein sehr, sehr merkwürdiger Flur mit so Lampen da. Ja, genau. So. Und da läuft man geradeaus weiter. Und wir kommen hier erst noch später zu einem Versteck. Aber das erzähle ich euch alles in Teil 2, Leute. So, genau, da ist schon auf jeden Fall ein bisschen Party. So, dann nehmen wir hier zuerst das Getränk. Dann nehmen wir den Schlüssel. Und dann erst den Käse. Weil sonst teleportiert man sich automatisch in den nächsten hier rein. Und man hat den roten Schlüssel nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, den roten Schlüssel vor dem Käse zu nehmen. So, jetzt kann man hier wieder schön rausgehen. So, und jetzt kommen wir hier an einen Punkt, wo wir runterspringen müssen. Und wir sind eigentlich jetzt hier auch schon sehr nah an der Safe Zone. Da würde ich nämlich jetzt auch als erstes wieder reinlaufen, weil ich nicht weiß, wo man, wo die Maus jetzt sein könnte. Da kann man nochmal tief Luft schnappen. So, und genau, da läuft man jetzt hier, wenn man runterfällt, läuft man hier nach, läuft man kurz zurück, man fällt zurück und da kommt schon jemand. So, und dann ist man hier links in der Safe Zone. So, hier ist man in der Safe Zone und man kommt nämlich genau hier raus. So, dann lauft ihr von hier wieder weiter, weil das ist leichter zu merken, finde ich, wenn man immer wieder diesen Punkt hier nimmt, um zu starten. So, jetzt haben wir den roten Schlüssel und wie ihr schon wisst, wir sind schon an der roten Tür durch den kleinen Schlitz dahergelaufen und da laufen wir jetzt wieder hin. Aber mit dem roten Schlüssel in der Hand. So, das heißt, komplett wieder geradeaus und erst jetzt hier nach links und dann wieder nach links und dann kommt auf der rechten Seite hier die rote Tür. Hier holt man, hier legt man den weg, holt man das Brett, holt den roten Schlüssel wieder raus und läuft eigentlich den gleichen Weg wieder zurück zur Leiter. Und falls ihr es nicht genau wisst, das Gute ist, man läuft den Weg immer wieder, das heißt, man kann ihn immer schnell merken. So, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder aus der roten Tür raus, durch diese kleine Geheimtür und dann direkt nach rechts laufen. Dann kommt hier gleich wieder eine kleine Geheimtür. Hier, da läuft man geradeaus. Läuft durch diese kleine Tür. Hier ist dieser Tisch, wo wir den Käse als erst geholt haben. Läuft man da. Oh, nein, da kommt die Maus. So auf einen zu. Hier bleiben wir jetzt kurz drin. Warten, weil die Maus muss jetzt komplett wieder drumherum laufen. Und jetzt können wir wieder weiter. So. Wir laufen. Wir haben den roten Schlüssel. So, und laufen dann. Oh, den roten Schlüssel brauchen wir gar nicht mehr in der Hand haben. War ja schon in der roten Tür, genau. So. Und jetzt laufen wir dann hier wieder durch mit dem grünen Schlüssel. Hui, runter und springen runter, geradeaus und durch diese grüne Tür. So, Schlüssel kann weg. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und wir kommen jetzt wieder hier, wo wir den roten Schlüssel gefunden haben. So, dann ist hier rechts nämlich eine Tür. Die war vorher nämlich zu. Also ich habe es nicht gezeigt, aber die ist auf jeden Fall zu. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Aber die ist zu, da kann man nicht durch, wenn man nun nicht das Stückchen Käse genommen hat. So, aber da wir das Stückchen Käse genommen haben, ist die Tür jetzt auf. Jetzt kommen wir nämlich in einen speziellen Raum hier, in so eine kleine Mini-Obi. Ja, Ellie hasst ja diesen Raum hier. Ups, ich mittlerweile auch, weil ich immer wieder runterfalle. So, hier gibt es nämlich den vierten Käse. Man kann auch, wenn man einfach wieder durchgedrückt, wie bei Rage Runner, einfach durchlaufen und dann immer wieder springen. So, und einmal Käse. Das ist der fünfte, nicht der vierte schon. Well done. Wir haben jetzt schon 5 von 4 Käsestücken. So, und jetzt können wir hier durch diese weiße Tür gehen. Und hier ist auch noch ein roter Raum. Und hier ist noch mal ein Raum, aber das ist eine andere Sache. So, jetzt gehen wir durch die weiße Tür und landen jetzt erstmal hier wieder. Wie ihr wisst, wir haben ja aus der roten Tür unser Board geholt. Genau, da hinlegen und jetzt kommen wir zu dem blauen Schlüssel. Yes, wir haben den blauen Schlüssel, Leute. So, wir sind ja vorhin, wir standen ja hier und sind dann runtergesprungen. Dann sind wir wieder zurückgegangen, da. Denn dort ist ja auch die Safe Zone direkt. Da. So, hier ist die Safe Zone. Und da, seht ihr, das meine ich, die Maus ist nämlich direkt da. Seht ihr das? Haha, komm mal her. Okay, ups, da war jemand. So, da ist die Maus gewesen. So, jetzt haben wir auch den blauen Schlüssel und das heißt, wir können schnell zurück. Und wie ihr seht, ich mache das alles ohne extra live, auch wenn ich das extra live habe, aber es funktioniert ja nur, wenn man das in der Hand hat. So, ich laufe jetzt wieder hier durch diese kleine Tür an dem roten Raum, dann wieder rechts. Ihr seht, es ist leicht, immer den gleichen Weg zu laufen, als immer komplett unterschiedlicher.
So, man kann nämlich auch anders durch das Loch machen, aber ich finde persönlich, das ist so am leichtesten und man hat immer wieder die Safe Zone, die einen beschützt. So, okay, und jetzt kommen wir hier wieder zu der Leiter, gehen hoch und jetzt müssen wir aber hier, wo wir den dritten Käse gefunden haben, hier rein und da durch diese blaue Tür mit dem blauen Schlüssel, denn wir kommen jetzt hier auf die andere Seite. Oh, er wollte hier rüber springen, hat nicht funktioniert. Okay, jetzt müssen wir hier, genau, wir holen uns erstmal hier noch den sechsten Käse. So, und jetzt 30. Das ist die Sekundenzeit, die wir haben, um in diese Tür reinzulaufen, die sich dann öffnet, die bei dem roten Raum ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier versuchen, ganz schnell reinzulaufen. So, okay, dann laufen wir jetzt gleich los, Leute, auf Go in 3, 2, 1, Go. Und jetzt laufen, 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 laufen. So, ihr fallt jetzt runter und dann lauft ihr hier und dann geht ihr nach rechts. Ihr könnt jetzt nämlich links oder rechts, aber ich finde es leichter, wenn man hierher läuft und dann nach links und dann hier wieder links und dann kommt ihr hier durch diese kleine rote Tür, da seht ihr, und hier, da oben ist schon die Schnur und da ist der letzte Käse. Nicht der letzte, der vorletzte. So, und jetzt schnell wieder zurück und dort ist gleich die Safe Zone. Hier vorne links ist die Safe Zone und yes, wir haben es geschafft. Innerhalb der 30 Sekunden haben wir geschafft, die Tür aufzumachen und haben jetzt den siebten Käse. Das heißt, es fehlen uns noch zwei Käse und die anderen Käsestücke, die zeige ich euch jetzt. Einen gibt es noch an der Tür. Dann geht es jetzt hier erstmal weiter. So, wir sind jetzt hier in der Safe Zone bei dem Extra Life. Dann kann man nämlich jetzt hier, seht ihr hier, da zeige ich mit der Maus hin, da müsst ihr jetzt hinlaufen. Hier und dann nach rechts und dann müsst ihr gleich nochmal nach rechts. Und hier ist gleich der Extra Käse, nicht extra, noch ein Käse. So. Und es fehlt nur noch einer. So, und jetzt laufe ich extra nochmal zurück in die Safe Zone. Oh, da war schon die Maus. Oh, oh. Nein, die Maus hat mich. Ach, da ist die Safe Zone. So, jetzt bin ich nochmal in der Safe Zone. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Käse. Und wisst ihr, wo der ist? Der Käse ist dort, wo der Ausgang ist. Und da ist es sogar noch leichter, wenn man wieder den Weg wie am Anfang läuft. Also, man läuft hier raus, komplett nach rechts durch. So, da haben wir auch schon den Käse, da, da, da. Und dann laufen wir hier hin, laufen die Leiter hoch. Den Weg kennen wir ja schon. So. Okay, ich bin jetzt, da habt ihr es gesehen. Wir sind den Weg zurücklaufen, nicht mehr die Leiter hoch, sondern hier würden wir ja hochlaufen, um in die Leiter zu kommen. Das brauchen wir aber nicht, denn wir können hier dann nach rechts laufen, nach links. Und dann gehen wir hier den Weg. Und dann kommen wir jetzt hier gleich schon ans Ziel. Da ist schon 8 vorne. Und hier ist der letzte Käse. The door is open, be careful. So, und wir laufen jetzt ins Ziel. Leute, der erste Teil ist geschafft. Und this is the end. Steht hier. Aber, you completed the game. Aber, noch nicht ganz, denn es kommt noch etwas und zwar Now you can escape. Now you can escape. Ich dachte, ich bin schon entkommen. Nein, denn es gibt ja ein Update und ja, man muss jetzt aufpassen, wo man herläuft, Leute. Denn da hinten ist die Maus. Wisst ihr was? Das ist Teil 2, Leute. Das ist Teil 2. So, ja, wenn ihr mehr von diesen Lösungswegen Speedrun sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Cheese Escape. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!